Okay, und dieses Buch ist einfach etwas, was einem im Bücherregal auffällt. Es ist die Glasbücher der Traumfresser oder so, genau, von Gordon Darquist. Und das haben wir bei Talia gesehen. Wir mussten es sofort mitnehmen. Ma hat es dann auch gelesen, hat es Ich abgebrochen, glaube, hat das erste gesagt, Drittel oder so. Ma hat gesagt, es wäre wahrscheinlich was für mich, aber ich wollte das dann auch nicht lesen. Und Und so steht es jetzt bei uns im Regal. genau, Und schade, keiner schade, will schade. daran gehen. Das Buch haben wir beide mit sehr viel Vergnügen gelesen. Willie Daly, Hochzeit nicht ausgeschlossen, über den letzten Matchmaker Irlands. Also wer noch keinen Partner hat und auf der Suche ist nach dem Mann oder der Frau seiner Träume, der sollte doch in das kleine Dörfchen, Listonwana fahren. ja, und da zum Festival gehen. Also dazu gibt es auch eine Rezension. Das Buch war wirklich auch eins meiner Jahreshighlights. Ich fand es Ja, richtig ganz, gut. ganz toll. Also Dann haben wir von Uta Danella die Hochzeit auf dem Lande. Uta Danella war ja eine Zeit lang sehr populär in Deutschland. Die Hochzeit auf dem Lande habe ich damals auch sehr gerne gelesen. Ja, um eine Hochzeit, aber ob die zustande kam. Von Peter David wählt König Arthur. Das Buch habe ich mit sehr viel Vergnügen gelesen. Rankt sich halt auch um die Arthurs, Legende und spielt diesmal aber in New York. Mit sehr viel Fantasie und sehr schön erzählt. und auch viel Humor, also Ja. es ist eher ein lustiges Buch. Dann Mary Shanice Davidson, weiblich ledig untot. Ich weiß jetzt, dass ganz viele aufkreischen werden, aber ich kann leider mit der Autorin so gar nichts anfangen. Ich habe es auch abgebrochen, aber der Lix Verlag allgemein ist nicht so unbedingt unser Verlag, also zumindest im Moment nicht. Ja. So, dann haben wir hier von Gila van Delden, Nicht heulen, Husky. Das Buch ist ja verfilmt worden mit Heiner Lauterbach. Ja, dazu muss ich sagen, eigentlich habe ich mit diesem Buch angefangen, Mutter Erde trage mich von Gila van Delden. Da hatte mich eine Freundin angerufen, hat gesagt, du, das musst du lesen, das ist total interessant. Die Frau kommt auch aus der Nähe von Bielefeld, das ist ja gar nicht so weit von uns. Und das ist ein Motivationsbuch, sie beschreibt da halt ihr Leben. Hätte ich wahrscheinlich zuerst dieses Buch gelesen, hätte ich gesagt, mein Gott, ist die Frau unsympathisch, schnappt ihrer besten Freundin den Mann weg und haut mit dem klammheimlich nach Kanada ab. Hätte ich also nicht so toll gefunden und ich glaube, ich hätte sie dann auch nicht weiterlesen müssen. Ganz anders dann der zweite Band. Sie ist dann eben, ich will jetzt nicht sagen, geläutert, aber das Buch ist wirklich sehr motivierend, kann ich auch nur empfehlen. Geht so in die Richtung positives Denken. Dann haben wir hier Patrick Dennis, Tante Mame. Habe ich mit sehr viel Vergnügen gelesen, um eine reiselustige Tante, die so ein bisschen anders ist. War sehr schön. Ma will auch noch unbedingt einen zweiten Teil Genau, aber an lesen. den ist ja momentan irgendwie nicht richtig ranzukommen. Gruselgrauen, Gänsehaut, nächtliche Nachbarn. Das Buch leuchtet im Dunkeln. Das ist ja schon wieder richtig gut, ja, was für uns. Und also ich. Ja, Ma, du Weiß hast nicht es mehr. gelesen, Ich aber habe es gelesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hallo, das muss man gelesen haben. Es leuchtet und ich glaube, das ist auch das, was man so darüber sagen kann. Der Guru im Guavenbaum, dreimal angefangen, letztes Jahr dreimal abgebrochen, ist im Moment vielleicht einfach nicht die Zeit. Dabei wollte ich dieses Buch sowas von lieben. Ja, und ich habe es Sina geschenkt, weil sie immer darum schlich. Und weil ich ja einen totalen Indien-Tick habe. So, dann von Henry M. Deutsch, das Lied der Lorelei. Unschwer zu erkennen, es geht um die Geschichte der Lorelei. Ich habe das auch vor Jahren gelesen, fand das auch sehr spannend damals. Ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde, aber damals hat es mir gut gefallen. So, dann von Kate DiCamillo, Winn-Dixie, und dieses Buch fand ich sehr, sehr gut. Also es ist eins der schönsten Kinderbücher, die ich gelesen habe. Ich fand Ja, die wir haben es Ideen ja auch zusammen auch richtig gelesen. gut. Und es ist ein Buch, ja, was mit Vorurteilen einfach auch aufräumt. Und mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Und dem Hund passiert nichts, das sage ich gleich dazu, weil ich hasse das ja, wenn die Haustiere dann irgendwann vom Ableben Gebrauch machen. Die Hüterin der Gewürze von Chitra Banerjee. Das Buch ist ja auch verfilmt worden mit Aschwarai Aschwarerei. und mit der Dylan McDermott, glaube ich. War Oder? er das? Ja, ich glaube.
Ja, also das prüft lieber nochmal nach. Mit dem hübschen Mordanwalt von Ellie McBeal. Ah, ja. Ja, das ist also auch ein sehr, sehr schön, also ich weiß jetzt nicht, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, wir hatten den Film gesehen, den möchte ich jetzt auch unbedingt nochmal sehen. Seht euch auch unbedingt den Trailer an, ein wahnsinnig schöner Trailer allein schon. Ja, und das war eben der Grund, dass wir gesagt haben, so das Buch muss auch her, weil das wollte ich jetzt einfach auch nochmal lesen, ob das jetzt mit dem Film so übereinstimmt. Aber das könnten wir eigentlich jetzt mal heute Morgen oder die Tage in Angriff nehmen. So, dann kommen wir hier zu François Dornier, Die letzte Liebe des Monsieur Amar. Ja, ein sehr berührender, kleiner französischer Roman. Die Rezi findet ihr auch unten in der Box. Und ich habe von ihr gelesen, Die Frau in der hinteren Reihe. Ich weiß nicht, ob wir die Rezi noch ins Netz stellen werden. Hat mir auch sehr gut gefallen. Eine Warnung für Frauen, nicht die Frau in der hinteren Reihe zu werden. Also auch wirklich ein Buch, wo wir dann das Diskutieren angefangen haben. Ma hat es gelesen, dann haben wir ja darüber sehr viel gesprochen. Ist jedenfalls auch nicht so ganz ohne. Ja, dann kommen wir zu Doris Dörrie. Alles inklusive hat mir letztes Jahr ein wenig den Lesefrust gebracht. Aber das kann auch wirklich sein, falsches Buch zur falschen Zeit. Andere sind ja total begeistert, aber ich nicht. So, dann hatten wir Und was wird aus mir? Das Buch wiederum fand ich sehr gut, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das mögen wiederum viele andere nicht. Aber das war einfach ein Buch, was ich auch schon zweimal gelesen habe. Und es gefällt mir richtig gut. Und so, das ist einfach dieses Bild vorne auf dem Cover. Ja, ich liebe es. Ja, das ist traumhaft schön. Was machen wir jetzt? Ich finde dieses Buch, also alleine vom Cover, richtig, richtig schön. Und es geht um einen Mann, Ma hat es auch gelesen, der, ja, die Ehe ist gescheitert und seine Familie ist jetzt plötzlich auf dem Buddhismus-Trip und er begleitet seine Tochter, die verliebt ist in einen Mönch, nach Südfrankreich und lebt dann dort in so einem, ja, Ashram wäre jetzt der falsche Ausdruck. Ja, Ferienlager der Buddhisten, so drücke ich es jetzt mal einfach aus. Und ja, findet dort nicht unbedingt zu sich selbst, aber sehr viel anderes. Und ein ganz kleines Buch, Der Mann meiner Träume von Doris Dörrie. Hörte sich richtig gut an, hat mir aber letztlich nicht so ganz gut gefallen. So, Die drei Musketiere. Musste ich natürlich haben, weil ich liebe die Geschichte um die drei Musketiere. Alexandre Dumas. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Und das ist der Ratschlag des Magiers. Das Buch musste ich unbedingt haben. Es rankt sich wohl um den Grafen von Saint-Germain. Das ist ja so ein Wiedergänger. Ein Mann, der immer wieder in der Geschichte auftaucht. Genau, aber ich konnte mich noch nicht ganz raffen, es jetzt wirklich zu lesen. Und jetzt ist es erstmal vom Sub hierher gewandert. Schopenhauers Pudel und Hitchcocks Pudel, Terrier sind halt berühmte Leute und ihre Hunde und das Buch hat mich letztendlich nicht wirklich überzeugen können, gibt ganz nette kleine Einblicke halt. Dass zum Beispiel der Terrier von Hitchcock hatte sein eigenes Kopfkissen und hat zwischen Herrchen und Frauchen geschlafen, aber ich hatte mir ein bisschen noch was anderes drunter vorgestellt. Karin Duwe, Die entführte Prinzessin, ist mochte ich als Buch nicht unbedingt. Aber das Hörbuch war klasse. Aber das Hörbuch war ja auch die gekürzte Form, also gekürzt hat es mir richtig gut gefallen. Ja. So habe ich mich, konnte ich damit irgendwie, ja, ich kam nicht rein, aber als Hörbuch fand ich super. Und Die gelbe Dogge, Senta, das hat mal so oft verliehen und ach. Ja, und irgendein Hund hat es auch angeknabbert, wahrscheinlich unsere kleine Dogge. Nee, das war der Hund von Heike. Genau. Ja, jedenfalls, dieses Buch hatte mich dann letztendlich völlig auf den Doggentrip gebracht und jeder, der sich für deutsche Doggen interessiert, ist das einfach das Standardwerk, das man dann gelesen haben sollte. Es sind auch Fotos drin. Ein ganz zauberhaftes Buch über die Liebe zur deutschen Dogge.